bin jetzt hier gerade auf der Expo Real und in diesem Video geht es um die Top 4 Gründe, warum du in Immobilien investieren sollst. Ich bin jetzt hier gerade auf der Bühne von der Tech Talk Stage von Transform Beyond, weil da halte ich gleich einen Vortrag über die Zukunft des Off-Market Immobilieninvestments und Einblick in den 7 Plus Club. Danach laufen wir ein bisschen auf der Messe rum und erklären euch die 4 Gründe. Bereich gestalten, um passend zu dem Deal. Und ein Anbieter hat sich gefunden. Natürlich können das pro Deal auch. Ja, Vortrag war richtig gut. Und ich muss sagen, ich habe echt eine Punktlandung hingelegt, weil wir haben den Vortrag nochmal kurz umgeworfen heute Morgen. Und 10 Minuten sollte das sein. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten 10 gebraucht. Das ist eine gute Leistung, würde ich sagen. Just in time. Der erste Grund, warum du in Immobilien investieren sollst, ist, es ist einfach ein Grundbedürfnis. Also Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Gilt natürlich nur für Wohnimmobilien, nicht für Grundstücke, Logistikimmobilien und so weiter. Die sind schon auch irgendwie related, aber Wohnimmobilien sind grundbedürfnisdeckend. Dementsprechend wie Essen und auch das Geschäftsmodell eines Steuerberaters. Das braucht man immer, egal wie es läuft, gut oder schlecht. Wohnen, Essen und Trinken muss man halt einfach immer. Dementsprechend macht es Sinn, in Wohnimmobilien zu investieren, weil hast du dauerhaft einen Bedarf. Bei Aktien und so weiter kann sich das wenden und drehen, bei Wohnen eher nicht. Man muss auf eine Sache achten und zwar, es gibt Gegenden, da hat man eine positive oder auch eine negative demografische Entwicklung. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass man in Ballungszentren und in positiv entwickelnden Gegenden investiert, weil wenn du in einer Randlage oder in irgendeinem Kaff oder in einer verlorenen Stadt investierst, wo keiner mehr wohnen will, da ist natürlich auch das Grundbedürfnis des Wohnens geringer als jetzt zum Beispiel in München oder Hamburg oder Berlin. Dementsprechend gute Lagen soll man achten. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit hier durch die Expo und dann kommen wir zu den nächsten 3 Gründen. So ein paar Facts zur Expo Real. Es sind, glaube ich, aktuell 5 Hallen. A1, 2, 3, B1, 2, C1, 2. Wir sind A3 hier gerade. Nebendran ist A2 logischerweise und es ist Deutschlands größte Immobilienmesse. Hier sind alle Unternehmen der Immobilienwirtschaft vertreten, verschiedenster Bereiche, Entwickler, Bauträger, Softwarefirmen und so weiter. Also es kommt echt drauf an, was genau man mit der Immobilie macht, aber die sind eigentlich alle hier. Viele sind auch als Aussteller hier, das ist extrem teuer, aber viele sind auch als Zuschauer hier. Das heißt, man kann auch hier im Publikum, die da rumlaufen, einfach mal irgendeinen ansprechen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein cooler Kontakt ist, ist halt schon hoch. Das ist so ein passiver Grund, warum ich es cool finde, mit Immobilien was zu machen. Weil hier trifft sich halt einfach, hier treffen sich die Leute, die richtig Einfluss haben. Jetzt nicht online, sondern eher finanziell und netzwerkstechnisch. Wir sind hier auf der Expo, um halt in einer gebündelten Zeit richtig viele Termine machen zu können. Weil wir machen in der Regel alles online. Und da kann man auch gebündelt viele Termine machen, aber früher war es ja so, man muss ins Office fahren und bla bla bla. Hier kannst du bla 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 machen, in 3 Tagen haben wir jetzt 160 Termine, wir sind zu 10 hier, davon machen 6 Termine. Die anderen, die machen ja so Koordination oder Videos und genau. Was 3, kostet der Stand und rechnet sich das? Der Stand kostet jetzt 15.000. Ich habe gerade 2 Kästen Wasser gekauft für 135 Euro. Kassenbeleg poste ich euch gleich noch rein und den Preis fürs Wasser, den fand ich schon heftig, aber ja. Lohnt sich das dann überhaupt? Wasser. Alles. Ja, Wasser lohnt sich, dass wir alle halt keinen Durst haben müssen. Der Stand wird sich auch lohnen, ja, weil wir schließen einige Kunden ab, sodass eine Refinanzierung möglich sein sollte. Ansonsten, wir gehen später noch zu Rewe, holen 10 Kästen Sprudel und bringen die hier zurück am Bistro, weil da gibt es 1 Euro Pfand und beim Rewe zahlst du nur 25 Cent. Also das Schwaben-Gen ist immer noch da. So, der nächste Grund, also Immobilien sind ganz geil. Servus. Als Inflationsschutz, und zwar, wenn du halt zum Beispiel Cash kaufst, hast du halt das Ding, dann ist dein Geld weg, du hast keine Inflation mehr. Du hast eine Immobilie, ist die Inflation höher, werden Waren teurer, also wird auch die Immobilie teurer in der Regel. Ja. Ist noch ein bisschen an die Zinsen gekoppelt. Wenn du finanzierst, ist dann natürlich eine Inflation richtig geil, weil wenn du Cash hast, wird der Wert deines Geldes abnehmen durch Inflation. Wenn du einen Kredit hast, wird der Wert des Kredits abnehmen. Also hast du eigentlich weniger zurück zum Zahlen wie vorher.
Mieten gehen hoch, Kredit bleibt gleich oder tilgt sich ein bisschen ab. Inflationsschutz ist der zweite Punkt. Schon mal der nächste Punkt. Du kannst halt proaktiv Werte heben. Das heißt, du kannst halt was kaufen und das selber besser machen. Bei Aktien kannst du halt nicht Werte heben. Du kaufst eine Firma zu einem Preis und verkaufst es zu einem Preis, die Aktien. Du kaufst Gold zu einem Preis, du verkaufst es zu einem Preis. Wenn du eine Immobilie kaufst zu einem Preis, kannst du sie zu einem anderen verhältnismäßigen Preis verkaufen, wenn du sie besser machen kannst. Du kannst die Immobilie besser, geiler, schöner machen. Und das geht halt mit vielen anderen Investments nicht. Ein Cappuccino bitte, ja, das wäre nett. Einer. Willst du auch einen? Nee, danke. Der nächste Grund ist, warum es halt Sinn macht, und zwar ist es relativ einfach, Kredite zu bekommen. Wenn du in Immobilien investierst, ist es sehr leicht, an Kredite ranzukommen. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ja, gib mir mal einen Kredit zum Aktien kaufen, dann sagt ja jede Bank hier. Man kann natürlich irgendwelche Hebelprodukte, CFDs oder sonst was kaufen, aber das ist schon extrem risikoreich. Es gibt eigentlich keinen einfachen Weg, an Geld von der Bank zu kommen, als mit Immobilien. Und dementsprechend sind es die vier Gründe, warum du darüber nachdenken solltest, in Immobilien zu investieren. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen auf der Expo rum. Gleich um 14 Uhr geht mein Terminmarathon weiter. Ich habe, glaube ich, heute noch so 20 Termine, noch 20 Minuten Zeit. Also wir sind jetzt hier noch ein paar Tage auf der Expo bis Mittwoch und machen trotz der vielen Termine hier Content und auch danach wieder weitere Videos. Das heißt, wenn du irgendwas Spezielles wissen möchtest oder ein Thema hast, auf das wir gerne eingehen sollen, dann würde mich das extrem freuen, wenn du in die Kommentare das reinschreibst, dass wir so ein bisschen Futter auch haben für euch, für dich, mit an die Hand zu geben und wir guten Content, der euch weiterhilft. Aus meinem Vortrag habe ich eine Sache mitzugeben euch, und zwar das Netzwerk ist viel wichtiger als irgendwie On-Market was zu verkaufen. Der Markt hat sich gedreht, es ist ein Käufermarkt, das heißt, der Käufer hat die Macht. Vor 3-4 Jahren noch hatte der Verkäufer die Macht, weil er gesagt hat, ich gebe es dir oder ich gebe es dir. Jetzt ist es andersrum, der Spieß ist umgedreht. Jetzt sagt der Käufer, den Deal nehme ich. Und der Verkäufer muss proaktiv rein pushen, damit der Deal zustande kommt.